Zuerst jetzt aber noch das. Ihr habt es vielleicht gehört heute Morgen in den Nachrichten. Wieder mal ein neues Kapitel in der unendlichen Geschichte um meineimpfungen.ch. Stefan Wüttrich. Ja, die Plattform, wo ja ein paar hunderttausend Leute ihre Impfdaten gespeichert haben. Der eidgenössische Datenschützer hat gestorben, sogar pünktlich zum Feierabend eine Mitteilung verschickt. Die Daten sollen gelöscht werden. Kurz darauf ist dann auch das Bundesamt für Gesundheit mit einer Mitteilung gekommen. Man bedauere das. Tausende Leute würden jetzt ihre Impfdaten verlieren. Und jetzt müssen wir kurz zurückschauen. Das Trauerspiel rund um meine Impfungen, das zieht sich ja jetzt schon seit einem Jahr hin. Ja, Trauerspiel ist noch diplomatisch. Die Stiftung für Konsumentenschutz, die schreibt in einer Reaktion, das sei ein Fiasko, ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat. Wir müssen ja nicht die ganze Geschichte aufrollen. Angefangen hat alles mit massiven Datenschutzmängeln auf dieser Plattform. Die Daten sind dann quasi eingefroren worden und dann Anfang letzten November haben die Verantwortlichen von meinen Impfungen damit angefangen, die Daten per Mail zu verschicken. Mm. Und zwar unverschlüsselt. Das hat dem Datenschützer auch nicht gepasst und er hat ihnen gesagt, sofort aufhören mit dem. Und es ist dann so weitergegangen, die Stiftung, die die Plattform betrieben hat, die ist Mitte November in Konkurs gegangen und Daten sind in die Konkursmasse gegangen. So, und das zuständige Konkursamt hat die Daten wollen weiterverkaufen an ein privates Unternehmen. Das hat dafür sorgen, dass man die Daten retten kann. Also, dass die Leute gleich noch an ihre Impfdaten, die sie dort gespeichert haben, herkommen. Ja, und jetzt sagt aber eben der Datenschützer, so geht es auch nicht. Er sagt, man müsse davon ausgehen, dass jede weitere Datenbearbeitung zu Persönlichkeitsverletzungen führen würde. Darum findet der Datenschützer die bessere Lösung, wenn die Daten jetzt einfach gelöscht werden. Was natürlich für viele Betroffene eine denkbar schlechte Lösung ist. Viele hätten ja die Daten vielleicht gleich noch gern, jetzt mal unabhängig davon, ob der Datenschutz verletzt wird oder nicht. Ja, man will ja schliesslich seine Impfdaten schon beieinander haben. Also wer die Sachen nur noch bei meineimpfungen.ch hat, der ist jetzt ein bisschen im Seich. Man hätte vom Datenschützer gerne noch gewusst, ob es denn nicht gleich irgendeine Lösung gibt, wie man die Daten gleich noch bekommen kann. Antwort haben wir, Stand jetzt, keine bekommen. Tja, der war vielleicht schon im Feierabend gewesen. Also, was passiert mit meinen Daten bei meineimpfungen.ch? Da gibt es noch viele offene Fragen. Wir bleiben dran.